Wir beginnen wieder mal mit dem Rundfunkbeitrag. Ein jahrelanges Streitthema ist ja schon die Frage, darf der Rundfunkbeitrag eigentlich auch in bar bezahlt werden, wenn man das möchte? Und das ging schon durch mehrere juristische Ebenen, jetzt sogar bis auf die EU-Ebene. Und der Europäische Gerichtshof hat in dieser Woche einen Beschluss gefasst, der aber ja nicht so richtig weiterbringt. Einer der Streiter für die Barzahlung ist der Handelsblatt-Journalist Norbert Hering. Und mit dem habe ich darüber gesprochen. Hallo Herr Hering, Grüße nach Frankfurt. Hallo Herr Kreimeier. Ja, diese Woche hat der Europäische Gerichtshof ein Urteil. Ist das eigentlich ein Urteil? Ist es ein Beschluss? Wie kann man das nennen? Es heißt Urteil, ja. Es heißt Urteil. Ich als Laie bin nicht so richtig schlau draus geworden, weil das Bundesverwaltungsgericht hat es ja an den Europäischen Gerichtshof weitergeleitet. Und der sagt jetzt ja quasi, wir leiten es wieder zurück. Oder wie ist das zu verstehen? Ja, das gehört sich auch so. Das waren Vorlagefragen, damit das Bundesverwaltungsgericht entscheiden kann. Das ist so vorgesehen, dass der Gerichtshof in Luxemburg dann die Fragen zur europäischen Rechtslage klärt und das Bundesverwaltungsgericht dann auf der Basis letztendlich entscheidet. Also nochmal, ich versuche in meinen Worten auszudrücken. Es gibt, glaube ich, zwei Dinge, die jetzt entscheidend sind. Das eine ist die Frage, ob dieses Bundesbankgesetz, dieser Paragraph, den Sie gerade zitiert haben, ob der sozusagen von der EU-Ebene gebrochen wird, ne? Ja, dass genau. Man sagt, aber es ist ja so, also EU-Gesetz bricht ja Bundesgesetz, weil das eine Instanz höher ist. Und das Zweite ist natürlich die Frage, dass es, glaube ich, so formuliert wurde, dass man sagt, naja, wenn es sozusagen nicht zumutbar ist, dann kann ein Unternehmen auch darauf bestehen, dass keine Barzahlung stattfindet. Das ist natürlich sehr. Eine Behörde. Das ist natürlich sehr allgemein ausgedrückt, aber der Hessische Rundfunk könnte das jetzt ja sagen und kann sagen, das ist uns zu viel Verwaltungsaufwand, wir machen das nicht. Das war die zweite Frage. Also das Bundesverwaltungsgericht hat gefragt, darf ich § 14 Bundesbankgesetz anwenden noch? Ich vermute, die Antwort aus Luxemburg ist nein, aber so klar ist, steht es da nicht, aber ich lese es so. Die zweite Frage war, wenn ich es nicht anwenden darf oder wenn wir es nicht anwenden dürfen, müssen wir ja europäisches Recht anwenden. Was sagt das europäische Recht für den Fall? Und da steht eben im EU-Vertrag auch, Eurobanknoten sind gesetzliches Zahlungsmittel in etwas anderen Worten als im Bundesbankgesetz, aber ganz ähnlich. Heißt es dann auch, dass Annahmepflicht herrscht? Dann käme ich zum gleichen Ergebnis. Und da sagt der Europäische Gerichtshof, das klingt zwar so vom Wortlaut nach, aber ich bin jetzt ein bisschen polemisch. Aber das wäre nicht so praktisch, weil wir haben ja auch schon alle möglichen Beschränkungen, die müssten wir dann alle einkassieren und viele würden das nicht gut finden. Und deswegen haben sie halt gesucht und in einer über 20 Jahre alten Verordnung haben sie mal einen Erwägungsgrund gefunden, also nicht mal den Text, wo irgendwas drinsteht von öffentlicher Ordnung und kann begrenzt werden. Und an dem ziehen sie alles auf und sagen, das ist also nicht absolut zu sehen mit der Annahmeverpflichtung aus Gründen der öffentlichen Ordnung, was wir jetzt einmal gleichsetzen mit öffentlichem Interesse, weil das ist noch breiter, darf das schon eingeschränkt werden und sagen auch ausdrücklich, es reicht das Interesse an Kostenersparnis. Insofern hätte der Hessische Rundfunk also das Recht in seiner Satzung aus Kostengründen Barzahlung auszuschließen. Das darf er dann, wenn das Bundesbankgesetz nicht mehr gilt, weil das würde Landesrecht brechen. Aber das hat ja nach meiner Lesart der Europäische Gerichtshof rausgeschossen in dem Fall. Und dann wäre das also zulässig, zumindest in der ersten Runde. Das Bundesverwaltungsgericht hat aber auch schon von anderen Bürgerrechten, Grundrechten gesprochen, die tangiert sind, nämlich Privatsphäre, Recht auf Privatsphäre. Also informationelle Selbstbestimmung, Vertragsfreiheit, was im Juristendeutsch allgemeine Handlungsfreiheit heißt. Also, dass ich nicht unbedingt gezwungen werden kann,
mit einer Bank einen Vertrag abzuschließen, nur um einen Rundfunkbeitrag zu bezahlen. Das sind also Dinge, die klar betroffen sind. Aus meiner Sicht ist es schon rechtsfehlerhaft vom Europäischen Gerichtshof, das nicht mal zu erwähnen und abzuprüfen. Aber sei es drum, das Bundesverwaltungsgericht wird das hoffentlich tun und könnte dann zum Ergebnis kommen, dass es nicht verhältnismäßig ist, zumal das mit der Erforderlichkeit ja auch in Frage steht, weil das bei weitem nicht so teuer ist für den Rundfunk, wie er tut, weil es ja Dienstleister gibt, die das sehr kostengünstig ermöglichen, dass man zum Beispiel bei irgendeinem Einzelhändler seinen Rundfunkbeitrag bar bezahlt. Ne? Und wenn es da einen Vertrag gibt, dann wird man da eingescannt, ne? Man kriegt seine Rechnung irgendwie mit was Scannbarem, geht damit zum Einzelhändler, zahlt da und der Rundfunkbeitrag ist bar bezahlt. Das geht sehr billig. Darauf hat auch zum Beispiel die Europäische Zentralbank bei der mündlichen Verhandlung hingewiesen. Das ignorieren die Richter einfach, ne, dass es diese Möglichkeiten gibt. Also die huschen über vieles sehr leicht hinweg. Aber wenn man das berücksichtigt, dass er so teuer gar nicht ist und dass doch Bürgerrechte empfindlich tangiert sind zum Teil, dann kann man da schon sehr leicht zum Urteil kommen, dass es eben nicht verhältnismäßig ist. Also quasi aus dem Alltag so ein Beispiel, dass man kann ja an der Supermarktkasse auch Geld abheben heutzutage. Das genau, ja und das ist das Umgekehrte. Ja genau, dass man sagt, an der Supermarktkasse, ich möchte noch nebenbei meinen Rundfunkbeitrag für genau. diesen Monat bezahlen und zahlt das denn ein, ja. Deswegen nochmal kurz erklärt, warum ist Ihnen der Erhalt des Bargeldes so wichtig? Weil viele sagen, na, ist doch praktisch, wenn ich alles elektronisch bezahlen kann, ich muss kein Bargeld mehr mit mir rumschleppen. Was ist für Sie die Gefahr bei einer Abschaffung des Bargeldes? Also ich finde auch digitales Bezahlen oft praktisch und tue das dann auch. Darum geht es mir nicht, das zu verteufeln. Es geht nur darum, die Option zu erhalten, auch bar zahlen zu können. Und das ist extrem wichtig, weil alles, was wir digital bezahlen, kommt letztlich in unserem Bankkonto oder mehreren zusammen und wird da gespeichert und nicht nur vorratsgespeichert und kurz, sondern jahrzehntelang, praktisch für immer, solange wir unser Bankkonto haben und wird auch ständig analysiert. Die Behörden können reingucken und tun das auch millionenfach schon. Und das bedeutet, wenn wir nicht mehr bar zahlen können, und die meisten das auch nicht mehr tun, dann wird das ein detailliertes Logbuch von unserem ganzen Leben und zwar fast ewig gespeichert. Das heißt, da kann in 20 Jahren noch jemand, wenn wir aus irgendeinem Grund wichtig werden, kann in 20 Jahren noch jemand reingucken und gucken, was wir am 13.07.2012 gemacht haben oder die ganze Geschichte durchgucken und exakt alles über uns wissen, weil es ist ja auch zunehmend so, dass mit den Mikropayments, ne, es soll ja dahin gehen, dass jeder irgendwann jeder Kilometer im Bus oder sonst was separat und automatisch abgebucht wird, ne, dass wir gar nicht mehr dass alles in Mikropayments irgendwie bezahlt wird. Kein eigenes Auto mehr, sondern wir mieten ein Auto und es wird kilometerweise abgerechnet. Dahin soll es ja gehen. Ne? Und das bedeutet ja, dass wirklich ein komplettes Bewegungsprofil gespeichert ist in unserem Bankkonto. Und das darf es einfach nicht geben. Also das ist mein Hauptinteresse. Und das zweite, ähnlich wichtige, für manche wichtiger ist auch die Tatsache, dass Bargeld eben viel sichereres Geld ist als Bankengeld, weil mit digitalem Geld bezahlen heißt ja mit unserem Bankguthaben bezahlen. Und das Bankguthaben ist rechtlich ein Kredit an die Bank. Das heißt, wir sind nicht mehr Eigentümer des Geldes, nicht mehr Besitzer, ja, weder Eigentümer noch Besitzer, sondern wir haben der Bank einen Kredit gegeben. Der wird zwar so behandelt, als anders als andere Kredits, dass man damit bezahlen kann, aber wenn es hart auf hart kommt und die Bank pleite geht, ist das Geld weg. Und das ist eben nicht nur theoretisch, das haben die Leute in Zypern erlebt.
In Griechenland hätten sie es fast erlebt. Das ist genutzt worden, um die Regierung da letztlich klein zu kriegen, ne? Weil man gesagt hat, wenn er nicht klein beigebt gegenüber Europa, dann wird euren Bürgern das Geld weggenommen. Und das konnten die auch nicht aushalten. Also das sind schon ganz akute Gefahren, die da drohen. Und das bewirkt halt auch die Macht der Banken, dass unser Geld für den Zahlungsverkehr weg ist, wenn die Banken weg sind. Und deswegen müssen sie auch immer gerettet werden und können machen, was sie wollen, weil sie wissen, letztlich kann sich der Staat es nicht erlauben, dass nachher der ganze Zahlungsverkehr zusammenbricht, wenn so eine Bank pleite geht. Und wenn eine pleite geht, eine große, gehen immer gleich alle anderen auch pleite, weil die ja so zusammenhängen, weil dann jeder sein Geld rausziehen wollte, um nicht auch zu verlieren. Und die haben das Geld aber nicht. Und dann müssen sie auch sofort die Schalter schließen. Das gibt immer den Schneeballeffekt. Und deswegen sind die Banken auch so mächtig und werden immer gerettet. Ja, es kann ja auch einfach mal ein technischer Fehler passieren, dass ich versehentlich vielleicht 3.000 Euro plus auf dem Konto habe und aus irgendeinem Grund habe ich plötzlich 3.000 Minus, weil da irgendein Minus davor kam aus einer technischen Fehlerhaftigkeit oder irgendwas kann ja auch passieren. Man hat ja, man ist ja sozusagen der Willkür der Technik ausgeliefert. Aber der eine Punkt, den Sie zuerst genannt haben, dass man ja Bewegungsprofile nachsehen kann und so, da würden manche vielleicht sagen, naja, wer nichts zu verbergen hat, der hat doch auch kein Problem. Ja, das ist so, das stimmt auch im ersten Schritt für 99% der Leute. Aber die Sache ist halt im zweiten Schritt, die leben in einer Gesellschaft dann, in der auch das eine Prozent, das bereit ist, auch mal kritisch zu sein gegenüber der Regierung, oder sonst wie mal den Kopf rausstreckt, ne? Indem die sich das auch nicht mehr leisten können oder wenn sie es versuchen, sofort fertig gemacht werden, weil diejenigen, die Macht haben, und um die geht es ja immer, ne? die da dann reingucken können, ne? Die haben jeden sofort in der Hand, die haben auch jeden Politiker, wenn es drauf ankommt, in der Hand, weil sie zu jedem was finden können. Und dann leben diejenigen, die selbst nichts zu verbergen haben, halt in einer Gesellschaft, wo keiner mehr den Kopf rausstreckt, ne? Und jeder das macht, was die Obrigkeit will und die Obrigkeit machen kann, was sie will, ne? Die leben dann letztlich in einer Diktatur und das müssen sie dann auch in Kauf nehmen, weil die schon wollen, dass es Leute gibt in ihrer Gesellschaft, die auch mal den Kopf rausstrecken, wenn was schief geht, auch wenn sie es selber nicht machen wollen. Muss auch nicht jeder machen wollen, aber darüber müssen sie sich halt klar sein, dass das keiner mehr für sie macht dann. Also um es auf einen Satz zu bringen, Bargeld ist auch Demokratie. Ja, es ist Privatsphäre ist Demokratie und Bargeld bewahrt die Privatsphäre. Gut, die Frage ist ja generell, ob wenn jetzt die Politik solche Pläne hätte oder das konsequent umsetzen würde, dass die Abschaffung des Bargeldes, ob die Bevölkerung hat solche Pläne. Ja, aber ob die Bevölkerung es mitmachen würde, das ist ja auch noch. Das ist, glaube ich, in der Bevölkerung. Ich glaube, die Liebe zum Bargeld ist in Deutschland doch weit verbreitet, oder? Ja, nicht nur in Deutschland, überall, aber das ist ja, die Methode ist ja, das auszuhebeln. Da gibt es ja auch entsprechende Papiere vom Währungsfonds und so, wie das geht. Ne? Die sind ja dreist genug, das zu veröffentlichen. Ne? Hinweise an Regierungen, die das Bargeld zurückdrängen wollen, wie sie das machen, dass sie das nicht direkt machen, weil die Bürger nicht offen, weil die Bürger dagegen sind. Sondern mit indirekten Maßnahmen zusammen mit dem Privatsektor, dass man es immer mehr einengt, was man bar zahlen kann, dass man es teurer macht, mit Bargeld zu zahlen. Das schreiben die ganz offen auf. Und Schweden ist ja auch nicht so, dass die, da gibt es ja jetzt auch ziemlichen Widerstand, ist ja nicht so, dass die sich mal entschieden hätten oder das gewollt hätten. Die sind dann vielleicht ein bisschen aufgeschlossener. Aber das wurde ja darüber gemacht, dass die Zentralbank das ganze Bargeldhandling ausgelagert hat an ein Kartell von 6 Banken, sind es, glaube ich, 5 oder 6, die dann gemeinsam die Geldautomaten betreiben und abgebaut haben.
die gemeinsam Entscheidungen treffen, wie das, dass sie in ihren Filialen kein Bargeld mehr annehmen und so. Also auch aller Wettbewerb einfach gleich außer Kraft gesetzt, sodass den Bürgern gar nichts mehr bleibt. Ne? Das ist dünn besiedelt. Die Zentralbank sorgt nicht mehr dafür, dass Bargeld in den Norden kommt. Ne? Das müssen die Banken selber machen. Die haben aber ein Kartell gebildet, dass sie es gar nicht mehr müssen. Und dann muss ein Geschäft, das irgendwie Bargeld einnimmt, muss dann irgendwie eine Dreiviertelstunde fahren in irgendeinen Ort, um dann sein Bargeld noch loszuwerden für teuer Geld. Ne? Das ist klar, dass die große Schilder aufhängen, dass man doch bitte, bitte sie mit Bargeld nicht behelligen soll. Ne? Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil es ihnen einfach so unbequem gemacht wird. Und das geht genau auch in unsere Richtung. Je weniger bar bezahlt wird, desto weniger attraktiv ist das Bargeld, desto teurer ist es für Händler, desto weniger Anreiz haben die Händler, die Geschäfte noch die Option anzubieten, weil sie eben nicht mehr Kunden verlieren, wenn sie es nicht tun. Also das geht alles immer, das ist immer selbstverstärkend sowas. Und dass das verfolgt wird, sieht man ja an dieser Direktive der EU, die alle Länder genötigt hat, Gesetze zu erlassen, wonach jede Münze, bevor sie wieder in Verkehr kommt, aufwendig auf Fälschung geprüft werden muss. Also in einer rein schikanösen Maßnahme muss jede Centmünze, jede 2-Cent-Münze, jede 5-Cent-Münze muss entweder händisch oder mit teuren Automaten drauf geprüft werden, ob es vielleicht eine Fälschung ist, ne? Das hat das Bargeldhandling extrem verteuert, obwohl die nie gefälscht werden. Ne? Da kommt vielleicht selten mal vor, dass in diesem Bereich irgendeine ausländische Münze mit reingerät. Lohnt sich ja auch nicht wirklich, würde ich sagen. 500-Euro-Scheine zu fälschen lohnt sich ja eher. Ne? Es ist völlig irrelevant. Es gibt die Statistiken. Also Münzfälschung ist keine relevante Größe. Und trotzdem haben die dieses Gesetz gemacht. Und das ist eine reine Schikane, um das Bargeld unattraktiv zu machen. Das hat dazu geführt, dass die Banken die Handlingkosten für die Händler verdoppelt haben. Ne? Und dass es inzwischen mehr kostet, eine Rolle Centmünzen als der Wert der Centmünzen. Ja, ein weites Feld. Wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Das haben wir doch jetzt nebenbei noch mal kurz erwähnt, diese Geschichte mit den Münzen. Ja, dann bin ich gespannt, was das nächste Gericht dann jetzt wieder sagen wird. Wann wird ein Urteil erwartet? Weiß man nicht. Die Verwaltungsgerichte sind gerade ziemlich beschäftigt mit Corona-Prozessen. Ja. Insofern hängt alles daran, welche Priorität die dem geben, wie lange das dauert. Ich hoffe mal, dass in ein paar Monaten geurteilt wird, aber ich weiß es nicht. Und Sie zahlen den Rundfunkbeitrag jetzt aus Not heraus elektronisch oder zahlen Sie gar nicht zurzeit? Nee, wir haben Stillhalteabkommen. Ich zahle gar nicht und das wird aufsummiert, bis der Verfahren zu Ende ist. Ah ja, okay, alles klar. Damit ich mir keine neuen Gemeinheiten ausdenke und darüber schreibe, hat man das abgestellt. Gut. Ja, dann wünsche ich viel Erfolg dabei und viele Grüße. Dankeschön. Tschüss. Die Mediatheke bietet noch viel mehr Beiträge, die gar nicht auf YouTube veröffentlicht werden, sondern nur exklusiv auf unserem Sender Massengeschmack TV. Es lohnt sich also zu abonnieren, jetzt 14 Tage kostenlos testen.